weil es ja wenig unterrichtet wird in klassischer Weise. Und das ist genau der Zweck. Jetzt haben wir uns in Hamburg natürlich, machen viele so Events-Sachen, wo wir aber auch immer natürlich den Hintergrund haben, Bildung, Finanzrichtung für Personen in unserem Umfeld, für die Bewohner von Hamburg, für die Studenten in Hamburg natürlich. Federführend hier auf dem Börsentag in Hamburg ist natürlich der Hanseatische Börsenkreis mit Marcel hier vorne haben wir ihn sitzen. Sagen Sie, Börsentag heute in Hamburg, ist gut gelaufen? Aus unserer Sicht, nach den Impressionen, die ich geholt habe, bis jetzt, ja, kann man so sagen. Es ist ja jedes Jahr eine Anstrengung, diesen Börsentag auch zu organisieren. Das ist richtig. Sieht man denn, dass die Banken oder die Finanzdienstleister gerne nach Hamburg kommen oder dass die bei Zeiten auch schon mal abspecken? Abspringen nicht. Also, ja, ich würde schon von einem gerne kommen. Das würde ich schon unterstreichen wollen. Es ist immer ein hohes Interesse. Jetzt dieses Jahr war das Problem, wir konnten erst sehr spät mit der Planung anfangen, hatten aber vorher schon jede zweite Woche E-Mails in meinem Postfach. Wann geht's los? Wann können wir anfangen? Gab's alles. Jetzt muss man dazu sagen, es ist ja ein wunderschönes altes Gebäude hier in Hamburg, wird ja genutzt von der Handelskammer, aber hier ist ja früher auch richtig gehandelt worden. Genau, also wir befinden uns jetzt quasi, wenn wir hier hinter die Kamera gucken, sehen wir die alten Handelsbänke, wo man sich da mal gemeldet hat, wenn man mal was wollte. Ne? So, ne. Also in Hamburg wurde natürlich dementsprechend da noch gehandelt. Jetzt sagen wir natürlich auf der anderen Seite, jetzt haben wir einmal im Jahr einen Börsentag in Hamburg, der viel, viel Organisation bindet, Zeit braucht, ja, und dann ist der Tag zu Ende und das war's. Das soll sich aber jetzt ändern. Genau, wir wollen jetzt versuchen, diese Idee des Börsentages, also diese Informationsidee, übers Jahr zu tragen. Wir haben selber über uns Verein schon länger eine Facebook-Seite, wollen die noch ein bisschen aufbauen, wollen auch auf andere Kanäle gehen, um auch andere Altersgruppen einfach anzusprechen, die vielleicht auf Facebook auch unterwegs sind, aber nicht da. Und da einfach regelmäßig was bringen, auch damit ja, der Börsentag nicht wie so eine Frühlingsblume ist, die einmal aus dem Boden schießt und dann wieder verwelkt und ein Jahr dann unter der Erde bleibt. Jetzt hoffen wir, dass wir natürlich auch viele Hamburger mit haben, die halt eben dementsprechend zuschauen. Kommen wir ganz kurz mal zum Hanseatischen Börsenkreis an sich. Sinn und Zweck. Es gibt eine relativ große Szene an studentischen Börsenvereinen in Deutschland. Der Sinn ist natürlich immer so ein bisschen diese finanzielle Bildung, in Anführungszeichen, und einfach dieses Auseinandersetzen mit Finanzthemen im Studium schon, so früh wie möglich. Im Studium kann man es zeitlich gut schaffen, sich selber entwickeln. Wenn ich jetzt Interesse daran habe, zum Beispiel beim Hanseatischen Börsenkreis mitzumachen, gibt es denn da irgendwelche Eintrittshürden, Barrieren, gibt es Forderungen, die Sie haben, zum Beispiel an Ihr Publikum, an die Studenten, oder kann ich da ganz einfach mal anklopfen und sagen, hätte ich Lust drauf? Definitiv einfach anklopfen. Das Einzige, was langfristig natürlich immer ein Voraussetzung ist, dass man auch Lust drauf hat und auch Lust hat, in einem Verein mitzuarbeiten. Aber Eintrittshürde als solche, nein, auf gar keinen Fall. Wie groß ist der Verein jetzt aktuell? Wir sind aktuell bei 40 Mitgliedern circa, 30 bis 40. Wobei wir da sehr darauf achten, dass wir keine klassisch passiven Mitglieder haben, sondern wirklich gucken, dass der Verein aktiv miteinander lebt. Und da wird dann auch angelegt und getradet zusammen? Angelegt und getradet machen wir zusammen, ja, nur nicht in so einem großen Stil, wie wir es vielleicht könnten. Also es gibt viele bei uns, die das privat mehr machen, als wir es in den Vereinsmittelpunkt ziehen. Wobei wir da auch dabei sind, das natürlich zu ändern, dieses gemeinsame sich beschäftigen, mehr in den Mittelpunkt zu ziehen, als es jetzt schon ist, ist natürlich immer eine Entwicklung, die Zeit braucht leider. Geht denn Marcel Kurz, wo wir gerade beim Thema Zeit sind, auch mal auf andere Börsentage oder auf die Invest in Stuttgart, ist ja einer der größten Finanzmessen, um sich eventuell mal die ein oder andere Idee, das ein oder andere Konzept abzuschauen? Das ist eine sehr peinliche Frage für mich. Ich muss nämlich zugeben, dass ich bin jetzt ja seit letztem Jahr in diesem Amt, in Anführungszeichen, und seitdem schon geplant hatte und auch teilweise schon Zugtickets gekauft hatte für mehrere Börsentage, leider aber noch nie da war, kam dann kurzfristig meine Krankheit dazwischen. Eine Woche vorher hieß es dann, da noch eine Präsentation halten in der Uni, dann war das auch wieder schwierig. Ist natürlich immer eine mindestens ein Tag Aufgabe und wenn es dann stressig wird, dann leider nicht. Aber im nächsten Jahr werde ich mich auf sehr vielen, unter anderem auf der Invest, auf jeden Fall umschauen und mir da Inspiration holen.
Und im nächsten Jahr dann, meine Damen und Herren, ganz klar auch mal wieder der Börsentag hier in Hamburg. Danke an Marcel Kurz, danke an den Hanseatischen Börsenkreis, dass sie uns halt eben einmal im Jahr die Möglichkeit geben, uns hier halt eben in diesen altehrwürdigen Hallen tatsächlich zu informieren und zu präsentieren.